Die 60%-Regel zur Bettenbelegung in Hotels ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit rechtsmäßig. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Greifswald nun bestätigt. Die Klage eines Ahrenshofer Hoteliers wurde somit abgelehnt. Damit bleibt die Bettenbegrenzung gemäß dem Plan der Landesregierung zumindest bis Mitte Juni erhalten. Diese möchte den Anteil der Bettenbelegung nur schrittweise und entsprechend dem aktuellen Infektionsgeschehen erhöhen. Zudem bestätigt das Gericht ein Einreiseverbot für Touristen aus stark betroffenen Landkreisen.